Ich hatte die eingeparkt und dann habe ich die wieder ausgeparkt und die stand da jetzt die ganze Zeit. Nee, es geht nicht darum, dass nur ein Fahrrad. Es geht darum, dass, wenn ich als, ne, Streamer ein bisschen rumweine, dass da sofort gesprungen wird. Das soll nicht sein. Ich bin ein ganz normaler Pissspieler, wie alle anderen auch. Ich bin nicht im Serverteam nix. Ich mache die Klamotten für alle. Das war's. Bin nicht nur im Schimpfen und Wu-Tang Langschimpf für den Prime 15. Also die Karre stand da noch, Loco. Ja, ich verstehe schon. Wäre dann wie bei jemandem, der auf so einem Red Dead Redemption 2 RP-Server spielt. Genau das ist es nämlich. Das ist nämlich, morgen kommt Baumarkt. Hypocrite. Ich reg mich immer über so weit auf, das darf bei mir dann auch nicht passieren. Bonate. Ja, ich weiß nicht, wo G hin ist. Ich warte kurz auf den, ne? Kommst du dann wieder her? Ja, aber du hast noch den anderen Schlüssel. Brauchst du den? Ja, kann, muss ich doch abgeben. Ja, stimmt. Ja, dann, ich komme ihm. Ja, okay. Bis gleich. Bis gleich. Schon mal erwähnt, dass ich das Spiel hasse, wenn es hell ist. No, wer denn? Sí. Warte. Tiene trabajo. Ich weiß genau, wer das ist. Das ist fucking Tyrese, Alter. Er steht da mit der Bong in der Hand und quatscht irgendwelche mexikanischen NPCs an, Junge. Hat er wieder den Zahnriemen-Charakter ausgepackt. Ja, das ist so klar. Jojo. Jo. Kannst du mich nochmal kurz abholen? Ja, ich muss los, Gurken, lieben. Mila Schlösser bringen. Ich komm dich danach abholen. Jo, oder warte, wir kommen sowieso wieder dahin. Bis gleich. Jojo, bis gleich. Jo. Jo. Was zum... Bro. Wo gehst du... Sind die alle bescheuert hier in der Scheißstadt? Ich liebe die NPCs, Alter. Ich liebe die einfach. Die machen besseres RP als Spieler, Alter. Einfach so random. Klar darfst du NPCs Autos benutzen, du kannst sie klauen, aber eigentlich ist das nur gern gesehen, wenn du auf der Flucht bist, ne? Die klaust oder wenn du einen RP-Hintergrund hast dafür. Oder wenn du jemanden nicht abziehst. Wo sind die? Ja, wo ist denn Mela hin? Die fährt mit dem neuen BMX, ne? Muss mal gucken, Mann. In den Kaufvertrag, ich weiß nicht. Guck mal, hast du dich ja vielleicht irgendwie verschrieben oder so? 5000, Mann. So. Gib mir den nochmal, bitte. Ja, warte. Ja, Ticker, du musst bei der 7 unterschreiben, ne, auf dem Zettel.
Ja, ich weiß schon. Genau. Nee, da war 0 zu viel eben bei dem Kaufvertrag, Mann. Achso, ja, dann. Wer bekommt denn den Schlüssel vom anderen BMX? Ja, das müsst ihr klären. Nee, nee, das ist von Mila, das BMX. Aber der hat zwei Schlüssel und ich habe einen und sie hat einen. Und den anderen muss ich doppelt abgeben. Der Mila am besten geben. Okay. Alright, gut. Perfekt. Wo bist du hin? Ich stehe hinten. Ja, ich bin drinne. Okay. Hast du schon ein neues Fahrrad? Ja. Alright, mach ich. Ich komme nach vorne. Ich soll dir den Schlüssel geben. Was machst du denn damit? Weiß nicht. Will der den nicht? Weiß ich nicht. Komm mal her. Ja, sonst schmeiß ich die weg. Was soll ich denn noch damit? Boah, ist das schon wieder. Jetzt ist meine Inventur vorbei, Junge. Ich krieg da Kotzen. Ey, ich bin full tilt heute. Soll dich herkommen? Hä? Gesundheit. Gut, ich fahr da mal runter zum Klamottenladen. Irgendwie habe ich den Schlüssel verloren. Du hast den verloren? Ja, okay. Ja, dann ist ja egal. Dann frag dir mal, was du denn machen sollst mit deinem Schlüssel. Ich komm sofort wieder, ne? Aha. Oh, Bro. Das kratzt beim Telefonieren immer so, ja. Das ist kein guter Tag heute für mich, ehrlich. Ich sag, wie das ist. Hab ich gemerkt? Hast du deine Runden schon gedreht, Knister? Ja klar ist das, nee, ich reg mich nicht auf wegen Beta, ist das gut. Aber heute ist allgemein, ich glaube, ich bin sehr angriffslustig heute. Sollte mal ein bisschen Wuser machen. Das ist klar, das kann immer passieren, Beta, dies, das, Ananas. Opa Willi ist auch da, Knister. Den schon gesehen. Eventuell war ich schon mal unterwegs on the roads. Ja, Lazarus, das ist ein Dings gewesen. Wie heißt das? Die Speicherung der Charakter hat, glaube ich, nicht funktioniert. Bevor Server gereset wurde. Ein Rollback nennt man das. Ich habe Haftschaden, Alter. Bist du noch bei PDM? Wo bist du hin? Ich fahr jetzt noch mal zur Garage. Okay, dann komm ich da hin. Alright. Bis gleich. Bis gleich. Damals hast du bei Alternate auch mitgewirkt. Der Alternate war mein Server. Also der gehört zu dir und mir. Und natürlich den Devs und alle, die daran mitgewirkt haben, ne? Oh, rein, Timmer. Okay, ich muss mal eben kurz den Nick schreiben. Thank you.
weiß gar nicht, wie lange alt sind. Ein Jahr oder so war das online? Ich hab schlechte Laune. Warum? Weiß nicht. Hier. Danke. Wo ist dein Fahrrad? Na, eingepackt. Zeig mal. Warte. Okay. Ich fahr mal dein Bike. Ja. Guck hier. Okay, danke für die Antwort. Ich sagte doch, guck hier. Hör mir zu, Mann. Nö. Ihr seid alle schlecht drauf, dann kann ich auch schlecht drauf sein. Zum Kamerad-Laden? Ja, okay. Die Lady Homeboy. Wo sind die? Kamerad-Laden. Sollen wir da hinfahren? Ja, okay. Ja, aber ich will Sprit sparen, ne? Ja, wie? Ja, nicht mit dem Auto, mit dem Fahrrad. Ja, okay. Hältst du dich gut fest? Na klar. Okay. Wer ist denn da, Jojo? Aha. Wer noch? Anderen denke ich mal, G und so. Bist du traurig? Hast du Schnuppe? Auf keinsten Alter. Was? Auf keinsten Alter. Ja, das ist mal Feature, ne? Was denn das für ein Motherfucker? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Er fährt doch hier rum. Auf zum PDM. Was wollten denn da schon wieder? Ja, was geht, was geht? Ja, was geht ab? Yee. Was wollten denn da schon wieder? Ich will auch ein Fahrrad holen. Ja, ich will auch so eins. Dann lass da hinfahren. Ey, wie teuer ist so ein Scheißbike? $500. Ich will das kaufen, wo krieg ich das? Gut, einfach da hinfahren. Yo, Raven, fick dich, Mann! Alter, fuck, Mann! Ja, fickt euch! Fick du dich! Oh, Telefon! Jo, was geht ab? Wer ist da? Ey, was kuschelst du? Herr Kusch, hier ist der Stokes von LSPD. Jo, was geht ab? Der Jan, der ist oben gerade aus den Zellen rausgekommen. Wer ist denn Jan? Er hat aber kein Telefon. Das ist der Typ hier neben mir. Der Jan Trulow. DK, Mann. Ach so, yo! Ja. Was geht, Mann? Warum hat denn der kein Telefon? Ja, weiß ich nicht. Ja, sind sie bei dem? Sie wissen Bescheid, ne? Die. Okay. Okay. Charlie ist aus dem Knast raus. Nice. Ich fahre den kurz ab mit Taxi, ne? Ja, Mila? Okay. Ja, jo, was geht? Dann komm ich mit. Okay. Hey, yo. Aber ich rufe Adrian, ne? Wer war das? Gut, dann kann ich den noch gleich verprügeln. Ja, aber ich brauche einen Taxi beim PDM. Du hast da Scheiße gemacht, Habibi. Wer hat Scheiße gemacht? Kostet $100. Ne, 120. Ob du wieder am Flüchten von der Bossilei. Was für eine Polizei? Ob du wieder am Flüchten bist? Nein, Mann, wir gehen einen Kumpel abholen. Der kommt aus dem State Prison. Ja, ich komme, Habibi. Okay, bis gleich. Ciao. Okay, der kommt. Bist du zufrieden mit deinem Fahrrad? Mhm. Ja. Kannst du mir die Hand geben? Okay. Yee. Du siehst cool aus. Ja. Yee. Willst du Adi jetzt zusammenscheißen? Nee, schlagen. Warum? Aber warte erst, wenn wir mit Shorty abgeholt haben.
Ja, okay. Und wenn du uns hier wieder abgeliefert hast, dann kannst du den zusammenschlagen. Okay? Mhm. Deine Typ ist von Raven der Bruder, das ist ein Drogendealer, ne? Okay. Wie heißt der Nummer? Ich hab schon wieder den Namen vergessen. Ich glaube, ich hab den nie kennengelernt. Schließ da mal deinem Fahrrad ab, sonst klauen die Nappas genau das. Ja, stimmt. Ja. Jo. Was geht ab? Was geht ab? Dicke Spike, yo. Warum sehen die denn so schick aus alle? Wer? Oh, krass, den Mimik. Oh, komm, wir gehen Nappas-Kinder schlagen. Taxi ist da, ich geh dem Schuldi aus dem Knast abholen. Ah, ist da raus, oder was? Hey, was tupst du? Alright, alright. Mila, komm, Taxi ist da. Ich komm gleich. Ja. Einen Moment. Ich wollte hier hin, wir gehen Schuldi aus dem State-Person abholen. Alright, okay. Na ja, Mann, hat der Taxi bestellt. Wir warten hier, ne? Jo. Ja, nee, ich warte kurz. Raven, der hat nicht mehr viele, ne? Musst nachfragen. Hey, ich hol mir auch ein Bike, Mann. Ja, ich hab aber kein Geld. Was soll ich machen? 500 Dollar, soll ich dir die leihen? Hä? Was geht ab, Ali? Cortez, Habibi, was machen Sachen? Nix, Geschäfte. The Business. Kannst du uns zum State Prison fahren? Wir müssen einen abholen. Yalla, machen wir. Warte. Wo ist die Navigation? Das Scheiße, die Einstellungen wurden wieder geändert von den Kindern. Immer, Baba, ich will spielen. Da hast du davon. Und da warte, ja, der Navigation, yalla. Und was geht ab in der Stadt, Ali? Da, walla, da Arbeit ist scheiße. Warum ist sie scheiße? Da, weil seit der Autoverkäufer da ist, da habe ich immer weniger Aufträge. Ach so. Er war in der Holidays, in der Ferien. Ja, aber es gibt doch trotzdem Leute, die ein Taxi rufen. Ja, zum Beispiel du, Habibi. Ja, ich rufe immer Taxi. Du bist eine gute Mann. Obwohl du frech zu meiner Frau warst, ne, Ali? Wegen was? Ja, wegen deinem komischen Zettel, den du geschrieben hattest. Ah ja, da Habibi, das waren Seiten, bevor ich noch Medikamente genommen habe, weißt du? Jetzt nimmst du Medikamente? Ich bin geworden, ich habe dich gelernt, Geduld. Ich habe dich gelernt, Integration, die Sachen, da weißt du. Okay. Ja, klar, das mit Mila. Ich hab damit nichts zu tun. Da Habibi, bist du immer noch sauer? Hä? Da willst du ein Taxi-Gutschein. Da willst du eine Haribo. Nein, weißt du, mit der Geduld muss man immer mit der... Jo, Ali, Mann! Das ist der Überholspur, siehst du das nicht? Weißt du, der Geduld muss man immer lernen. Ich sag dir eins, okay, Ali Baba. Das nächste Mal bring ich dich um, wenn ich sowas noch... Jo, Ali, bist du bescheuert? Oh mein Gott, der hat schon wieder die Hand gezogen. Oh, Mila, geht's dir gut? Du hast deine Messer an der Kehle halten. Treten Sie einmal bitte auf die Beifahrerseite. Jo! Mila, geht's dir gut? Shit, ich muss das Messer loswerden. Legst du ein Dings, legst vor denen meine Füße. Okay. Hast du? Mhm. Schiebst runter. Und da Dinge. Ja. Oh, fuck. Zum Glück ist der Airbag nicht aufgegangen. Kopf dagegen geknallt. Guten Tag, der Herr. Oh, da muss ich lang. Was ist denn hier passiert? Ich glaube, ich habe Nasen. Ja, da war eine Biene im Taxi, Mann. Die hat fast in Ali gestochen. Was? Da war eine Biene im Taxi. Eine Wespe. Ich habe Phobie vor Wespen, wallah, aber der ist da weggeflogen. Ja, und sie sind dann in die Leitbank rein, ja? Ja, wegen der Wespe. Miller versus Quid, wallah. Ja, gut, geht's dir so gut? Brauchen also, mir geht's gut, Mila, dir auch, ne? Geht's dir dann auch gut? Ja, ist alles in Ordnung. Geht's dem Taxi gut? Ja, das sieht eher kaputt aus. Ui. Ach du Scheiße. Sie können doch nicht ohne Lampe fahren. Mann, der hat eine Allergie, ist doch klar, dass der Panik da war. Es ist noch Tageslicht. Ich schaue noch, dass ich unterwegs eine Birne kaufe. Aufheben? Ja. Das ist noch nicht dunkel. Die Sonne geht gleich schon unter, ne? Da ist aber es reicht noch bis da sind die Schorres.
Boah, zum Glück haben wir überlebt. Nicht mal der Airbag ist aufgegangen. Ja, guten Tag, Nein, der Airbag hat dich. Da weißt du, das ist der Import, dieses Auto. Jo, Ali, hast du da Gucci-Flip-Flops an? Ja, Habibi, der Gucci. Aha. Ach, die Karre fährt doch nur, oder? Mann, ich bin kein Mechaniker. Ja, guck mal, der nur vorne ja, ging, das Ding, ja, ging das Blech. Aber sein Spaßstil, ne? Nein, das wir war... Wir wollen ja nicht, dass irgendwas... Das war eine eklige Haiwan-Wespe. Also, wir sind ihnen entgegen, oder... Wir haben sie verfolgt, weil sie in Schlangenlinie über den Highway gefahren sind. Das war eine Wespe, ich habe dir kommuniziert, Habibi. Das haben wir so nicht gehört. Sind sie deswegen auch etwas schneller gefahren, dass die Wespe nicht hinterherkommt und dann ihr Rückschreibe kriegt? Okay, nein, wir haben die rausgeschmissen. Ja, Herr Taxifahrer. Also, oh. Der Mechaniker, also der Abschlepper kommt gleich. Warum der Abschlepper? Ja, das Ding fährt doch noch, Mann. Das Ding fährt ja auch noch, noch, ja. Also ist aber noch nicht dunkel, Habibi, dann lass uns weiter, wallahi, ich geh dort in den Shop, kaufen eine der Lampe und dann ist gut. Dort hat es auch keinen Schrottplatz, ich bin mir sicher, dass da jemand die Ersatzteile hat. Weißt du, Hamoudi von Export, Import, der macht sich repariert schnell. Wie viele NPCs davon mal wieder unterwegs sind, ne? Jetzt der Highway voll. Ja, wir müssen zum State Prison. Wir müssen gehen. Gut. Ah. Es tut. Wow. Müller! Was hast du gemacht? Ich hab's nicht gesehen. Da hat mir eine der Scheiße der Messer in der Hals gemacht. Ja, du kannst froh sein, dass ich dir nur an der Kehle gehalten habe. Das soll ich dir nicht sagen, dass du mich mit deinem Messer bedroht hast. Du sagst überhaupt nichts. Dann hör auf, dann sind wir jetzt wieder quitt. Okay. Johann, ich habe dir gesagt, leg dich nicht mehr an. Bist du verrückt? Da jetzt sind wir so quitt. Fertig. Scheiße, ich muss da hinzugehen. Ich liebe die Typen so sehr, Alter. Ich muss den mal ein bisschen lauter machen. Nochmal. Ja, dann fahren Sie mal weiter mit Ihrem Taxi und gucken, dass Sie schleunigst in eine Werkstatt kommen damit. Danke dir, Habibi. Ach, der eh nicht. Gut, alles klar. Gut. Mach's gut. Hallo, ciao. Noch. Die. Hast du gesehen, was für einen Wert dieser Taxigutschein hat? Habibi, ich habe dir meinen Taxigutschein in die Hand gedrückt. Und ich sage der Versicherung, jemand hat kaputt gemacht. Seid ihr beide jetzt gut? Ja, wir sind gut. Ja, Mila? Mila, du holst den Messer nicht wieder raus. Ja, okay. Gut. Besser anschneiden wieder. Ja, Baba, Salam Alek. Baba, Zidi, Mansur. Ja, Baba, Zidi, Mansur. Ja, Baba. Du musst ein bisschen singen, Habibi. Was singst du denn da? Da Zidi Mansur. Da ist der Name von dieser Musik. Da jemand hat das CD in mein Auto geklaut, Habibi. Okay. Seitdem bin ich immer kritisch geworden bei diesen Menschen, die einsteigen. Ich hoffe, dass der Schuldi nun da ist. Und ich hoffe es auch, Habibi. Jo, bitte crash nicht in den scheiß Tankding. Nein, das kommt schon gut. Da weißt du, ich habe gelernt, mit Geduld umzugehen. Langsam, sicher, dann transportieren, sitzen. Bist du dein eigener Chef, Adi, oder? Ja, Habibi, das ist doch meine Taxiunternehmer. Ich arbeite aber gut mit Hamoudi zusammen. Wer ist denn das? Das ist der Import-Export macht er und dann der eine oder andere, der Reparatur macht er billig, weißt du? Okay. Und danach kann ich gut Sachen reparieren und ersetzen. Der viele dieser Autos
besteht hier nur aus Ersatzteilen. Zum Beispiel die Taxilampe oben, siehst du? Warte, muss ich meinen Kopf rausstecken. So, beispielsweise der Taxilampe. Was ist denn das? Ist das ein Film? Nein, das ist normalerweise. Normalerweise. Yo. Was macht der Sachen? Habibi! Charlie, komm! Der rennt ein aggressiver Hund rum. Steig schnell rein. Zum Glück hast du gewartet. So ein Kopf hat mich angerufen. Nein, du hast kein Handy. Ja, schneid dich besser an beim Ali, seine Fahrkünste. Okay. Warum das ist mit meiner Fahrkünste, Habibi? Warte, ich muss eine Unterflasche Wasser trinken. Willst du auch? Die haben meine Zelle zugeschlossen. Nein, danke. Ich konnte nicht raus, Mann. Ich hab doch vorhin geguckt, du warst gar nicht da. Quatsch nicht. Ich hab mich versteckt unterm Bett. Da, Habibi, wir warten im Gefängnis. Ja, ganz cool, Mann. Snick schreiben. Da bist du gut rausgekommen. Ja, geht so. Und ich war in Kuwait 3 Monate in dem Gefängnis. Wegen was, Mann? Das ist eine andere Geschichte, Habibi. Ja, hau doch raus, Mann, wenn du es schon angefangen hast. Das ist doch Vergangenheit. Jo, Ali, denk dran, jetzt wird dunkel, du hast keine Lichter. Wenn die dich sehen, bekommst du Strafe. Ich weiß, Habibi, aber was soll ich machen? Ich stelle Business, mein Business. Mann, ich habe den anderen in Kuwait geschlagen. Er stand neben mir und er hat meinen Atem weggeatmet, Habibi. Weißt du, was Mila gerade gemacht hat, Shorty? Mein Name ist Abu Ali Sheikh Abdurrahman bin Kerim aus Raf Gharouf bin Ahsan, aber du kannst mir einfach Abu Ali sagen. Okay. Mila hat dem Ali gerade ein Messer an der Kehle gehalten, dann haben wir fast einen Unfall gebaut. Was? Was? Die verrückt das. Zeig mal. Was? Zeig mal. Ali, wie hast du gemacht? Aber falscher Highway. Nein, da bewusst, weil ich habe keine Licht, Habibi. Sollst du die Schütter aufsetzen? Ach stimmt, du musst ja da. Ah. Du bist schlauer Mann, Ali. Der Business Mafia, Habibi. Ich weiß, der Business. Du musst immer die Augen offen haben. Ich habe zwar eine Porzellanauge, aber das andere Auge funktioniert besser. Wann seid ihr rausgekommen, Mann? Heute Nachmittag. Hat einer Kohle bei? Mila, hast du nur Geld bei? Dabei? Ich hab nur $7 bei. Müssen bei einem Geld oder mal. Ja, das reicht doch, ne? Taxifahrt, oder? Was, wie viel? $87. Ja, du hast noch einen Taxigutschein, oder? Stimmt. Ich hab keinen. Kannst du noch den Taxigutschein noch zusätzlich auslösen? Dann ist gut. Aber ich hab den nicht dabei, ne? Da hast du den nicht dabei? Nein, der ist zu Hause. Der Kurtes, wallahi, deine Bezahlmethoden ist jeden dritten Tag, einmal im Monat. Egal, Alter, du weißt, alles bezahlt. Ja, Habibi, du bist letzte Mal auch wieder zurückgekommen. Na, aber gut, machen wir das $87 und dann kannst du mir noch irgendwann den Taxigutschein geben. Das ist doch kein Problem. Ich hätte schon mal $7. Mila musste gehen. Oh mein Gott! Das ist der Überraschung, du verdammt Arschloch! Der Cortez! Ja? Nimm der Navigation entgegen, Habibi, mach da Google Maps, machst du da. Ja, fährst zum Geld, oder mal? Du bist ein Arschloch! Du Penner! Ich bin echt stolz auf dich, dass du deine Aggression jetzt im Griff hast. Ja, Habibi, ich muss da ruhiger werden. Ich habe gelernt, weißt du. Mhm. Der verdammte Arschloch, Dörr! Das merkt man doch nicht. Siehst du nicht, dass ich vorgestern dabei habe? Ali, du bist der Beste. Ja, Habibi, du bist besser. Weißt du. Na warte, Mila hat doch Geld dabei, ne? Am Feiern, Adi, im GPS. Im Autoladen. Ja, du mach bitte zukünftig keine hastige Bewegungen. Ich bin paranoid. Kannst du einfach normal die Navigation nehmen und nichts davor. Yo, was warst du, bevor du Taxifahrer warst, Mann?
bist. Ich war in einem Korporal in der Militär. Was? Korporal. Der war Korporal. Ja. Ach so. Da Habibi, du hast die Navigation hierher gebracht. Mila, gibst du dem deinen $80? Ja, ja. Puh, ich bin froh, dass ich da raus bin. Ach, danke. Bye, have a beautiful time. Lass mich hier eben gucken. Du siehst aus, als wärst du gerade aus dem Knast raus. Als wärst du gerade ausgebrochen. Ich glaube, das sind $80. Bitteschön. Gut, der Meluasi. Cortez, macht's gut, Habibi. Und du musst immer die Augen offen behalten, nicht in das Gefängnis kommen, Habibi. Ich versuch's, Mann. Du bist ein cooler Typ. Du musst lernen, Habibi. Kein Problem. Und wenn du die Arbeit brauchst, rufst du mich an. Kein Problem. Habibi, der Freund von Cortez ist mein Freund. Freund von mir ist der Freund von Cortez. Und von Milwaukee. Aber der Scheun ist zu klein, um Taxi zu fahren. Oder hast du einen Kindersitz? Ja, genau. Na, Habibi, da machst du einfach Kissen drauf und dann bist du hier. Kein Problem. Habt ihr so einen Zweisitzer-Go-Kart, Mann? Da, ich muss Hamudi fragen. Okay. Der Hamudi kann alles zusammenbauen. Yo, Phoenix, dankeschön für den Zap und herzlich willkommen. Und dankeschön für 5 Gifte. Tschüss, vielen lieben Dank. Hau rein, Ali, bis später und danke. Habibi. Ich hab keine Ahnung, wo die anderen sind. Und Jojo sein Handy ist aufbelegt. Ja, ich muss mich unbedingt gleich umziehen gehen, Mann. Und mir ein neues Handy kaufen gehen. Ja, aber dann kannst du von hier aus laufen. Wir haben kein Auto hier. Nur ein BMX. Oh, okay. Dann rennst du zum Store. Ja. Okay. Ja, aber bis gleich dann, Mann. Bis gleich. Ja, zum Store. Alles klar, Mann. Bis gleich. Nimmst du mich mit? Ja, okay. Ich muss aber schnell was erledigen. Was musst du, Pibi? Ja, so in der Art. Okay. Muss ich lange warten? Mm-mm. Mein Bein tut immer noch weh. Warum? Ja. Die haben mich doch kaputt gehauen. Yeah. Soll ich die kaputt haben? Kein Problem. Wenn wir die sehen. Pick die. Willst du nur hin? Hm? Willst du denn hin? Nur kurz was erledigen. Ernsthaft. Ja, Pauline, hab dich dank Da Vinci wieder entdeckt und du brechst mich und dann einfach mit deiner Dankeschön, Bruder. Willst du nicht auch ein BMX kaufen? Scheiß drauf, Digga. Sag Mila eins. Scheiß drauf. Dankeschön. Du bist schon wieder so... Ich hab ein bisschen Angst, ne? Warum? Was hast du vor? Wir fahren nur ein bisschen rum. Okay. Und so, was hier und da so abgeht. Weißt du? Okay. Mhm. Lack red nicht, Ziehmaster. Lüge. Boah, damit dem BMX einfach so dick, Mann. Geht's dir gut? Ja. Scheiße. Was denn? Eine Karre da. Was für eine Karre? Ein Auto. Was hast du denn vor? Ich will nicht mehr im Gefängnis, ne? Nein, dann ist gut. Keine Sorge. Oh, das ist ein Körper. Ich weiß genau, was die vorhat, Alter. Die will wieder irgendeine Karre in Brand setzen oder so. Du bist dann gruselig. Du machst mir Angst. Du machst mir Angst, du bist gruselig. Warum? Weil du so komisch vor dich hinsummst. Wie die ganzen Psychos in einem Film. Ich bin kein
ein Psycho aus dem Film. Ich bin ein Echtpsycho. Und ich fackel die noch alle ab. Wem mit so abfackeln? Na, das scheiß PD. Ja, du hast mich jetzt mitgenommen, würdest das PD abfackeln? Jo, ich hätte dich irgendwo anders stehen lassen. In der Nähe. Ist du wahnsinnig? Ich komm gerade aus dem State Prison. Ja, okay, dann steig das nächste Mal nicht auf. Ja, doch, ich komm gern mit. Aber ich hab nichts damit zu tun. Ja? Ja? Ich auch nicht. Doch, du bist ein Freiteufel. Das so, wohin geht's? Im Store. Nein. Im Store. Warum bin ich denn verrückt? Weil du vorlegen willst. Jo. Oh. Alles gut, kein Problem. Guck mal, da vorne ist das nicht dein Freundin, da rechts? Wo? Da, du bist schon vorbei. Oh, hab nicht gesehen. Ja, was geht ab? Was geil ist. Ja, oder nicht? Ja, was geht ab? Craig, was geht ab, Mann? Bei PDM ist immer nur die Hölle los. Und wir haben Shorty aus dem State Prison geholt. Ja, der ist da drin, habt den schon gesehen. Wo ist denn Jojo? Der war ja eben gerade noch, ich weiß nicht. Scheiß Handy mit besetzt. Weil wir unser Geld nicht nur für Drogen ausgeben, Motherfucker. Ja, mit wem telefoniert Jojo die ganze Zeit? Keine Ahnung, Mann. Der ist verliebt, was weiß ich. Eine Moonbeam, Mann. Mit wem telefoniert Jojo Musst die ganze Zeit? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, Mann. Wichser. Du warst noch ein bisschen länger drin als wir, ne? Jo, irgendjemand hat meine Zelle abgeschlossen. Ich bin nicht rausgekommen, Mann. Vielleicht die Wärter, weil Einschluss war oder so. Ich, keine Ahnung. Die haben auf jeden Fall mich vergessen. Vielleicht haben die dich nicht gesehen im Bett oder so. Versprich mir, dass er clean bleibt. Dann läuft er um die Ecke, will nur kurz pissen gehen. Ja, dann kommt er 5 Tage nie wieder und ist wieder drogenabhängig, der Motherfucker. Wer denn? Glizzy ist wieder abgehauen. Glizzy? Yeah. Der Motherfucker von Grad? Yeah. Ja. Warum ist er abgehauen? Weil er wieder Drogen nehmen muss, der Junkie. Ja, oder hat sein Eis verkauft, Mann, für Drogen. Ich glaube, Jojo hat eine Freundin. Ich glaube auch, wollen wir den mal fragen? Ich glaube es doch selber bei nicht. Bei dem Handy ist die ganze Zeit besetzt. Ah, ich schmeiß mich auch im Bett. Sag meinem Bruder Bescheid, der ist hoffentlich irgendwo mit Jojo unterwegs und nicht schon wieder halb tot. Alright. Alright. Nein, nicht zu kotze! Aber wer ist denn der Motherfucker da drinnen, der kaum über die Theke guckt? Das ist Shorty. Das ist Shorty, Mann. Der war im State Prison, Mann. Der hat mehr Eier als du. Ich hab gesagt, Mann. Was nicht im State, Geld. Motherfucker. Ihr geht sinnlos ins State. Sinnlos. Für was seid ihr rein? Oh, wir haben den Kopf angegriffen, Mann. Ja, seht ihr? Habt ihr Geld dafür bekommen? Wir waren bei so einem Boxkampf und dann hat irgendein Körper gegen G gekämpft, aber richtig unfair gewesen. Hat immer nachgetreten. Und dann haben wir den Jump, den Motherfucker. Ja, okay, das ist dann verständlich. Aber bringt bei trotzdem mir hat kein er Geld. Auch nachgetreten. Stimmt, du hast auch gegen den gekämpft, ne? Mhm. Ja, du hast den locker gefickt. Hast du? Hättest du nicht davor gegen den gekämpft, hätte ich den nicht so weggehauen, weißt du? Erste Runde hast du den aus dem Ring geprügelt. Ja, aber das war crazy, Mann. Oh, der war richtig sauer, ne? Tag. Und dann hat da noch irgendjemand rumgeballert und so. Holy shit, Mann. Ey, wir haben diese Wichser vom Security-Unternehmen gesehen, ne? Und der? Ich weiß halt nicht, wer mich geschlagen hat, ne? Weiß ja, nicht, die haben uns anscheinend auf den Pfiffen, Mann. Die hatten auf jeden Fall Zeugen. Jo, und Jojo hat die wohl gesehen, bevor der runter ist oder so. Fragt sich nur, wo Jojo ist.
Hey, was geht ab? Ja, was geht? Hast du schon wieder irgendwas gezogen, Mann? Ja, ich bin schon wieder auf LSD, Bro. Ich bin kurz lang... Hat ja lange gehalten. Junkie bleibt Junkie. Mann, Mann, Mann. Was, Glizzy ist ein Junkie? Ja, natürlich, Mann. Der sieht da so aus. Oh. Und der war mal Rapper in Atlanta, Mann. Ja, ich hab seinen Tracks, gehört. Weißt du noch, Chi, wo er letztens 16er gekickt hat in der Karre, Mann? Ja, das war insane, Mann. Was hat der nochmal gerappt? Boah, über alles, Mann. Der Freestyle. Soll ich den mal fragen? Vielleicht lacht er. Frag mal. Gib dir noch eine Pille. Ja, früher hat er so gerappt, dass der voll der Killer war und so, meint er. Wir haben den irgendwelche Wichser bedroht und so. Deswegen ist er auch abgehauen aus Atlanta. Ja, und seine Iced Out Chain, die er deswegen noch hatte, weil er Rapper war, hat er jetzt verkauft für Drogen. Für den Bruder. Und was meinte Glizzy? Er meinte, er ist voll auf Drogen. Ja, aber Glizzy, Motherfucker, kriegt man 16er. Was? Da fehlt mir ein bisschen 16er. Autotune, Mann. Das ist auch Freestyle jetzt. Lass mich schon mal. Hallo, Regina. Kick mal, Digga. Heftiger Scheiß, ich bin heftig, ich weiß. Geh in den Das Tag hast du letztes Mal gekickt, Mann. Kauf mir ein Eis. Mach doch mal was Neues. Warte mal, ich kenn den Scheiß noch nicht. Ja. Mal Freestyle. Ich kann kein Freestyle, irgendwie so, yo, nice car oder so, ne? Ja, Jojo, willst du mich eigentlich verarschen? Ha, seit einer Stunde versuche ich dich anzurufen, andauernd besetzt. Hast du eine Perle oder was? Telefoniert. Ja, mit wem? Ich hab mit niemandem telefoniert. Ja, deine Leitung ist doch besetzt. Bestimmt, Mann. Ruf mal an. Habt ihr euch jetzt alle im Scheiß BMX gekauft? Jo. Warum steht da Danger auf dem Shirt? Weil der gefährlich Danger ist. Bin, ja. So gefährlich. Weißen oder was? Das ist, was? Young, ja, das ist Young Dagger Dick, yo. Young Dagger Dick. So sieht's aus, Mann. Pass ey, auf, lass mal. Lass mal jetzt was zu essen und ich bin hella hungry, yo. Der Bock auf einen Taco oder so ein Scheiß. Lass mal ein paar Caps bangen. Ja, Raven arbeitet ja nicht. Boah, lass mal was zu essen. Geworden, Mann. Lass mal wirklich was zu essen, Mann. Ja, wo? Yeah, go, man, go. Ja, da drüben, Mann. Mit dem scheiß Supermarkt. Kann den scheiß Phrasen nicht mehr sehen. Hat diese Barbecue-Scheiße nicht auf? Ich glaub nicht. Ich brauch jetzt schön Phrasen. Jojo. Was ist los? Jojojo, was ist los? Jo, du Wichser, ich hab dir nichts getan, Mann. Jo, Jungs, ich kann nicht kämpfen, Mann, ich bin verletzt. Fick die. Was zum Teufel? Jo, Mila, box den weg, den Wichser. Fucker. Komm her, Junge, ich fress dich. Bleib liegen. Boah, geil, Mann. Miese Fetzerei. Wer gegen wen? Warum haben die uns jetzt angegriffen? Ich hab nichts gemacht, Alter. Whatever. Was geht dir schon wieder für eine kranke Scheiße? Ich hab keine Ahnung, Mann. Der hat dich einfach angegriffen. Ja, ich hab dem nichts getan. Boah, der Cracky, Mann. Guck, was ich mit dir mach. Boom, bam. Du fucking Tyson, Mann. Komm her, du Motherfucker. Oh, Trey, du hast mir eine Bombe gegeben. Trey, beruhig dich. Beruhig dich, du Wichser. Oh, fuck! Erschlägst du deinen eigenen Homie?
Yo, Trey, rein lieber! Oh ja, was ist mit dem los, Mann? Yo, yo, die Cops, die Cops! Pfeif auf, pfeif auf, pfeif auf! Ich kann nicht rennen, Alter! Scheiße, Mann. Fuck! Scheiße, ich dachte, ich Mann, ich kann nicht rennen! Mann, renn weg, ich pass auf, dass du wegkommst! Hey, oh, bitte nicht! Bitte geh! Ich kann nicht rennen, nein! Außerdem habe ich nicht geprügelt, ich komme nicht im Knast. Yo, yo, yo! Ihr dreckigen Wichser! Die Ficker! Fickt euch! Ich werde einfach von NPCs gejumpt, Alter. Bro, der haut mir in die Fresse. Der haut mir, helft mir. Die wollen mich jumpen. Kommt ja. Ja. Fahr. Fick dich, Mann. Fick dich. Oh mein Gott, wir sind zu langsam wieder. Ich stehe verdammte Scheiße. Ich glaube, wir können nicht abholen. Das war gut, das war nicht gut, der kommt hinterher. Fick dich, Mann, lass uns in Ruhe. Mila, wir sind zu schwer. Du bist zu schwer. Was soll ich machen? Ich hab keine Ahnung. Ich glaube, wir bleiben besser stehen, oder? Was für stehen bleiben? Ich bleib niemals stehen. Ja, wir haben nichts getan. Jo, oh. Das war gut, Mila. Oh, los, drück in die Pedalen! Und jetzt wieder zurück, der dreht nämlich. Oder irgendwo in die Projects rein. Ja, ja. Fuck. Fuck, der schon wieder hinter uns. Was machst du? Hier gibt's keinen. Ah, doch, hier. Oh, da. Oh mein Gott. Jo, was geht ab, Motherfucker? Oh mein Gott. Das die Herren, einmal anhalten. Jo! Sogar meiner Position. Okay, ich kann nicht mehr. Fuck. Scheiße. Lass mich irgendwo runter, ich renne, du kannst fahren. Da vorne rechts. Du hast keine Chance. Jo. Scheiße, Mann. Ah, fuck. Jo, 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 jo. Ich kann nicht mehr. Scheiße. Die Handschellen angelegt, vorläufig. Mann. Ich hab keinen Bock auf State Prison, bitte. Solche Scheiße mit dem Abhauen. Ja, ich hab nichts getan, Mann. Ich hab dich geprügelt. Ich wurde angegriffen. Ja, mitkommen. Ich bin verletzt noch, mein Bein tut weh. Verletzen Sie? Ja. Ich nehme Ihnen Ihren Schlagring ab, den Sie mit 99%iger Sicherheit da haben. Und dann mache ich Ihnen die Handschellen ab. Ach. Ja, warum nimmst du mir meine Sachen weg? Ich hab nichts benutzt. Dann zum Eigenschutz. Sie ich hab doch Handschellen an. Cholerisches Schwein sind. Ich bin kein cholerisches Schwein. Natürlich sind Sie cholerisches Schwein. Mit offensichtlichem Bartwuchs. Mitkommen. Die gehen vor mich. Der hat Angst, dass ich ihn umknüppel, Alter. Okay. Ja, und jetzt? Jetzt erklären Sie mir, was da los ist. Was los gewesen ist. Ja, ich wurde angegriffen. Dann bin ich weggerannt. Wurden angegriffen und sind weggerannt. Ja. Zeigen Sie mir einmal Ihren Ausweis. Ja, bitte. Oh, ich kann nicht mehr. Du solltest echt abnehmen. Was? Jo, wenn deine Beine zu schwach sind. Gegen Sie liegt gerade nichts vor. Ja, ich komme frisch aus dem State Prison. Ja, Schnauze jetzt. Ich hab Sie jetzt vermerkt. Schnauze jetzt, hab ich gesagt. Ich hab Sie vermerkt. Sollte irgendeine Anzeige reinkommen oder so, dann wissen wir Bescheid, dass Sie mit dabei gewesen sind. Dann kommen wir auf Sie zu. Kriegen Sie eine E-Mail. Ja, aber ich hab nichts getan. Und Ma'am, sollten Sie nochmal abhauen, werden wir Ihr Fahrrad konfiszieren und nie wieder freilassen. Dann können Sie sich ein neues kaufen. Verstanden? Ja, perfekt. Schönen Tag noch. Ich kann die Schnauze halten.
Ja, sie können genauso die Schnauze halten. Also die Kippe weg. Jo! Du kannst ja doch die Kippe nicht aus der Hand schnipsen. Du hast doch gesehen, dass ich das kann, oder? Scheiß Wichser. Ja, scheiß Wichser. Was bist denn du für ein Motherfucker? Ja, du kleiner Wichser, kannst jetzt mal mitkommen. Wohin? Ja, du kommst jetzt mal mit, ich hab doch noch ein paar Fragen. Ach, willst du jemanden verprügeln, der verletzt ist? Sie werden, wollte grad sagen. Wie bitte, was will ich? Willst du jemanden verprügeln, der verletzt ist? Wenn sie frech sind, wenn sie verletzt sind? Ja, aber dann schnipp meiner Pfau nicht die Kippe aus der Hand. Wie oft haben sie denn schon mit einem Schlagring-Officer verletzt, oder? Noch nie. Noch nie? Und selbst wenn, dafür wurde ich schon belangt. Dafür war ich im State Prison. Ja. Komm, Mila, wir holen ab. Ich hab sie nicht entlassen, sie bleiben hier. Was nicht entlassen? Ich hab sie noch nicht entlassen. Ich hasse die, ne? Jetzt dürfen sie gehen. Scheiß Wichser. Check, wir rollen an. Wo ist dein Fahrrad? Da hinten irgendwo. Jo, weißt du, warte mal, wo bist du? Nimm lieber die Flank ab. Nicht, dass die Nappers gehen und uns gleich jumpen. Ja. Wo kommst du hin, oder Knurrenzeng? Sonst lass schnell zu deinem Fahrrad. Ja. Dann lass schnell zum Fahrrad. Wenn die kommen, renn ruhig weg. Versteck dich hier im Gebüsch, ich hol das. Nein, ich komm. Ich hoffe so sehr, dass die Nappers jetzt nicht kaum mich verprügeln, Alter, bitte nicht. Ich kann nicht wegrennen. Genauso müssen die Cops sein. Dürfen sich nichts gefallen lassen, Alter. Hätte ich jetzt weiter große Fresse gehabt, hätte er mich zusammengeschlagen. Und Captain Toxic, danke schön für den Prime-Sub und herzlich willkommen. Bitte lasst mich in Ruhe. Jee, Blanky. Ich freue mich schon, wenn die Glock reinkommt, Alter. Wir waren echt langsam unterwegs. Aber du bist trotzdem gut gefahren. Sollen wir wieder zum Store? Ja, okay. Die haben mir meinen Schlagring weggenommen. Echt jetzt? Mhm. Die Nerven. Warum haben die uns überhaupt angegriffen, die einen Typen? Ich weiß nicht. Oh, da hinten geht was ab. Ich glaube, das ist Toy Toy. Alle nur noch mit dem Fahrrad unterwegs, Alter. Da ist irgendwas abgegangen. Ich glaube, Trey Trey liegt auf dem Boden. Ja, geht's euch gut? Was haben die mit Trey Trey gemacht? Ja, die haben den angefahren. Der da. Ihr Scheiß. Was habt ihr schon wieder mit dem Bruder gemacht? Wir haben den einfach überfahren, Mann. Wie habt ihr den überfahren? Ja, der ist übelst rübergezogen, der Scheißkopf. Der mit dem Cap nach hinten, neben dem Weißhaarigen. Da kennt man ja nicht anders. Ja, Polizeigewalt. Mhm. Ja, kann der noch reden? Ist der in Ordnung? Ja, ich kann reden. Schmerzen am Bein. Das ist Harassment, was die machen. Black Lives Matter. Oh, fuck, Gott. Man kann da nichts gegen die tun. Ich hasse die. Ich geh kurz im Stall, ne? Hihi. Ich bin angefahren worden. Oh, jetzt ist Medic da. Jetzt kann ich eigentlich mal sagen, dass ich nicht laufen kann. Cops Black, er sagt Black Lives Matter. Der Hund? Oh, da wurde getasert. Was ist denn jetzt schon wieder los?
Nicht ein ernstes Zimmer nur hier. Shorty. Hä? Was? Weißt du, was draußen abgegangen ist? Ja, ich weiß, ich hab mich mitgeprügelt. Ich hab mich da verpisst. Als die Cops kamen. Ich find irgendwie nicht passende Schuhe, Mann. Ja, du bist einfach zu klein. Dämlicher Wichser. Ja, Mr. Wu-Tang Game X, Dankeschön für den Prime-Sub ebenfalls. Und herzlich willkommen. Und ich bin ein Dago. Dankeschön ebenfalls für den Prime-Sub. Und auch herzlich willkommen. Freut mich, freut mich. Ich glaube, Severino. Haben die den ins Krankenhaus gebracht? Ihre BMX-Fahrräder. Was? Sind die BMX von Ihnen? Nö. Das ist von Tritoy. Okay, wir können abziehen. Dann können wir ja stehen lassen. Wenn es geklaut wird, seid ihr schuld. Da soll man jetzt einen Stickern aufmachen, dass es abgeholt wird. Ist auch kein Problem. Nö. Wir passen drauf auf. Auf. Wunderbar. Weiß Kopf, Mann. Jo. Scheiß Koppers. Mann, der Idiot kann nicht mal fahren, aber fährt die dickste Karre. Der hat die dickste Karre, aber kann nicht mal fahren. Was ist der so am Flexen mit seiner scheiß Kopfkarre? Wird er auf jeden Fall nicht bezahlt. Ich glaube, ich muss auch ins Krankenhaus. Mein Fuß tut richtig weh jetzt nach mir rein. Was passiert? Ist schon seit dem State Prison so. Kann man hochfahren, Mila? Ja. Wo ist denn Jojo? Weiß ich, ich muss ihn mal anrufen. Jojo ist mit Glizzy geflohen, weil die Cops den haben wollten. Ach, ihr Wichser. Sag dir Bescheid, wir sind im Krankenhaus. Ja, wir kommen auch. Du kannst echt gut Fahrrad fahren. Dankeschön. Hab ich auch nie was anderes gemacht. Und deine Haare riechen nach Emily Erdbeere. Ja. Was ist los? Bist du nicht gut drauf? Doch schon. Aber? Willst du sie abfackeln, ne? Ja. Aber ja. Dafür gehst du lebenslänglich rein, wenn ich erwischen. Aber die erwischen mich nie. Was denn doch? Tun sie nicht. Bin zu gut. Ich hoffe. Ja, Caro, keine Sorge. Was Schissel. Was denn? Ich hab Rücken. Wegen mir? Ja. So schlaufen? Nein, schon gut. Mein armes Bu, du hast doch viel zu viele Schmerzen. Ja, mein Bein tut richtig weh. Ja. Jojo! Aua! Wir fahren einfach nur für Leute. Weißt du? Du musst aufpassen, wo du hinfährst. Ja. Ich bin nirgendwo hingefahren, Bitch. Ich kenne die noch von der Schule.